Lootet. Im roten Haus. Bei dir ist slow. Das ist schon ein Ding hier drin. Einer da. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch die letzten zwei Turnierrunden des 1049 Turniers. Falls ihr das letzte Video nicht gesehen habt, schaut das am besten vorne noch an. Dort seht ihr nämlich die ersten beiden Runden und ich erkläre dort die Regeln des Turniers plus mein Loadout, welches ich an diesem Abend gespielt habe. Die Turnierergebnisse sind auch bereits da, diese zeige ich euch dann am Ende des Videos, sonst werdet ihr natürlich gespoilert. Und bevor wir ins Gameplay gehen, noch ganz kurz die Info. Ich bin heute gegen 20 Uhr auf Twitch live. Ich werde es auch nochmal in die Kommentare schreiben, sobald ich live bin. Wenn das Stream dann vorbei ist, lösche ich den Kommentar wieder. Also, wenn ihr den Kommentar noch seht, dann schaut doch gerne vorbei. Link ist in der Videobeschreibung und auch dann in dem Kommentar. Nun gehen wir aber in Runde 3 des Turniers. Rot. Warte. Weil, letzte Fenster sind aufgegangen. Ich wollte eigentlich meine Flare Gun austauschen. Naja. Die, ich glaube, die sind unten in den Ställen. Nicht mehr oben im Bossraum. Mhm. Einer da? Nice. Draußen fällt es einer. Oh, hier drin. Links. Treppe. Oh, Hit. Er ist oben. Hoch. Ist hier. Ist auf dem Dach draußen. Draußen hier. Sehr schön, finally. Okay, neues Team wird wahrscheinlich nicht mehr lange brauchen aus Richtung Osten. No. Hatte der Long Ammo? Ich brauch Long Ammo. Der hatte keine Long Ammo. Den Boss nice. Fertig. No. Lukas, willst du mit Richtung Osten kommen zum Weißen Haus? Ja, sure. Soll ich gleich Fenster? Ah, warte noch kurz. Ich habe eine Chaos Bomb hier Richtung Süden. Frühling und Katana stehen hier draußen. Ich höre sie. Sie sind da. Das ist die Chaos, die da schießt, oder? Ja. Irgendwo da sind die. Schuss gegen mich. Alter! Okay, ich durfte nicht schlagen. Dankeschön, Spiel. Richtig cool. Der Cop down. Wird jetzt vielleicht geritzt. Zum Grunt. Wow. Oh Gott. Die Blutet fährt das. Da kommt, glaube ich, noch ein Team dazu. Nicht pushen. Stop touching me! Oh mein Gott. What the fuck? Er dachte, glaube ich, dass ich ein bisschen lower bin. Ich Necro. Nein, ich bin TP. Ich Necro. Oder du machst so, auch gut. Nein. Calculated. Was funny? Er wirft was? Das war der Snipe von sonst wo. Necro? Das war wunderschön. Fucking Rachter. Oh, du war ja direkt an dir drin. Ja. Ein Butcher mit einer Bleeding Paraband Officer. Ich geh banishen.
An Leons Leiche. Sehr schön. Ich gehe Necron. Oh. Nein! Wow. Hey, wie lucky, Carbine Dum-Dum. Kann sein, dass das in Phantom Rest. Natürlich lebst du noch. Wunderschön. Rechts. Oh. Auf du, die ist da links. Oh, oh. Oh Gott. Okay, das ist unglaublich risky. What the fuck? Ich glaube, sie hat den Phantom gerast. Pushen dich. Schnecke. Phantom liegt noch. Liegt noch. Ist hier irgendjemanden gerast? Ich glaub nicht, nein. Nee, alle tot. Lol, warum rest sie denn nicht? Nice. Okay, Bro, dieser fucking Necro war so unglaublich risky. Ja. Ich hab's geliebt. Alter Schwede. Sehr, sehr, sehr gut gespielt, Lukas. Und ich muss aber wirklich sagen, schlecht gespielt von ihr. Warum zum Fick rest sie nicht? Ja, Der Rest war free. I don't know. Weiß nicht, warum so Leute so Angst haben zu resen. Es dauert wirklich nicht lang. Ich glaube, das ist Lobby Clear, ne? Ich glaube, das waren 9 Stück. Hier allein liegen doch schon 5, ja, oder? Ja, ja, ja. Es waren 9. Bin ich gespannt, wie viele Kills wir haben. Ich schätze mal 7? Oder 8? Ich glaube 8. Ich hoffe mal 8. Weil, also, die ersten 3. Dann Piggy, Phantom und das. Girl. Ist. Ich habe einen Blackcoat. Bruder, dieser Blackcoat. Mein Gott. Er dachte, glaube ich, echt, dass ich halt richtig low bin. Und ich war quasi noch full life. Er hat mich zweimal mit seiner Waffe geleitet. Ich hab's gesehen, das war wunderschön, wie er läuft und diese wegschubst. Ich hab ihn einfach abgestochen. Oh, 9. 9 sogar? Nice. Okay, sehr schön. Pussy. Kann sich sehen lassen. Das sind 18 plus 14, das sind wieder 32. Das schmeckt. Nice, nice, nice. Das schmeckt. Würde noch mehr schmecken, wenn Jolly mit dabei gewesen wäre, aber... Ray! Na, was willst du tun, ne? Ja, egal, jetzt machen wir Wildcard. Und schauen wir, was da so abgeht. 100 Bloodbones. Keinen Kill und bin 4-mal gestorben. Nice. Ja, du warst guter Bait. Mhm. Und mal wieder rettet uns Lukas das Game. Außerdem sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, nicht zu lange mit dem Revive zu warten. Deshalb ist auch Necromancer ein unglaublich essentieller Trade und ist bei uns eigentlich immer der erste, den wir uns besorgen. Weil wenn du dich nicht für deine KD interessierst, funktionieren Revives einfach perfekt als Ablenkung oder Informationsbeschaffung. Und nicht einzusetzen, kriegt doch mal der wiederbelebte Spieler noch einen Kill oder wenigstens Hit auf den Gegner. Zu Eventzeiten, wo man mehrere Trades hat, mit denen man seine Balken wiederherstellen kann, ist es dann nochmal extra praktisch. In diesem Fall hatten wir sogar noch den Banish offen und genau das eben für so eine Situation. Mit 2 Token, eines Single Bosses und 9 Kills konnten wir dann in dieser Runde 32 Punkte erreichen und sind nun bei einem Zwischenstand von 106 Punkten. Mal sehen, wie viele Punkte wir dann in der letzten Runde noch holen konnten. Ich habe gerade in 1049 Chat geguckt, einer hat geschrieben, dass er einen Charakter hat, der geiles Bier heißt. Und wenn du es halt auf Deutsch aussprichst, dann ist es einfach geiles Bier. Nice. Dass ich gerade abfuckt, dass die da hinten sich anscheinend gegenseitig abschlachten. Bitte, ja. Bitte hört auf damit. Wollen wir da einfach schnell hingehen? Das wird's. Ja. Das ist nicht so. Da geht's wirklich übertriebens ab, Alter. Oh, hört's auf. Nein, ganz ehrlich, die Runde, die ist steht eh nicht so guten Stern, deswegen, wenn wir jetzt sterben, mein Gott, probiert. Oder wenn wir nicht wirklich was rauskriegen.
Wo sind die ungefähr? Ganz rechts quasi, da wo der Zug steht. Ja. Da im Wald 2. Mhm. Schau, dass ich noch schnell aufs Construction-Gebäude hochkomme. Ich weiß nicht, ob die fertig sind und gerade looten. Ich glaube, die looten gerade. Wenn du einen Schuss kriegst, dann schieß. Ich sehe sie dann ein bisschen. Das ist halt echt so. Ja, ich sehe sie. Einer tot. Oh, damn. Necro? Ich war durch die Choke gehatchert. Was ist denn hier, Dum-Dum? Der war Slick, der Shot von ihm. Alter. Rahmen im Südwesten. So 150 Meter weit. Ich glaube, da holt sich gleich jemand unser Bounty. Ja, alle tot. Sicher? Da waren noch 2 am Leben, ja, eigentlich. Ich hab grad eine gekillt und noch eine getradet, wo ich gestorben bin. Fuck, ich hör die Schreie einfach nicht. Right. Bro, das war gerade weird. Lukas steht einfach vor mir auf. Ja, da haben die Leute uns Bounty gekriegt. Nein, schon. Ich renn direkt nach oben. No. Braucht ihr Balken? Ich hab gerade geholt. Ja. Oh, warte mal, ich glaube, die kommen sogar her. Uiuiui. Ui. Ja, gerne doch. Vielleicht wollen sie auch noch was zum Supply Point. Ja, dass die zu den Schüssen wollen. Hat sie hier mal Muni? Ich gehe gleich aufs Construction. Ja, oh, die kommen her. Weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich doch nicht. Ich glaube, die können sich so ein bisschen nicht entscheiden. Bei den Häusern. Sind 2 Stück zum. Oh, da ist einer. Einer Hit. Sehr schön. Gut. Genau der da. Oh. Jo. Einer bei mir. Ich werde gepusht. Okay, wir sterben. Was? Ja, noch einer. An den Häusern dran, basically. Hit. Hat genackert. Lootet einer im weißen Haus. Lootet. Im roten Haus. Bei dir ist slow. Du hast schon einen Hit von mir. Einer da. Da, sehr schön. Uff. Okay, 7 Kills wenigstens. Ja. Das ist schon mal besser als die Runde zuvor. Oh, schönes Loadout. Durch P ist mit FNJ. Ja, okay, hat sich schon mal gelohnt, dahin zu gehen, weil es war mal ein Kill mehr, es sind 2 Punkte mehr als vorher. Ja. Auch, Alter, die Sache ist, ich habe das Gefühl, weil so viel Action ist, ich glaube, ich habe das Gefühl, jedes Team, gegen das wir kämpfen, macht gerade mit beim Turnier. Ja, alle haben übelst Bock. Schon so an. Alle haben übelst Bock, die auch, Junge, die sind auch im Sweat. Aber es kann auch sein, dass wir geil nur in die Höhe in Sweatlobbys kommen, weil wir so viel killen. Ja. No. Aber es war ganz schön, die letzten 2 Kills, die waren wirklich schön. Oh Mann. Schön mit der Flechette abgeschossen und dann durch die Wand und dann gewallbanked. Das ist lecker, ja, das ist fucking lecker. That's what we use Flechette for.
Ich liebe einfach dieses Loadout. Gut, die Punkte haben wir uns ja bereits schon in der Runde ausgerechnet, weshalb es nicht mehr viel zu sagen gab beim Endscreen. Aber bevor ich nun auf die Punkte eingehe und euch zeige, welchen Platz wir erreicht haben, genau wegen solchen Momenten wie diesem, liebe ich dieses Loadout so sehr. Du taggst einen Gegner mit Flechette, pusht ihn, hörst die Blutung des Gegners und schießt einfach mal durch die Wand. Mit Feuer geht das zum Beispiel auch sehr gut, allerdings ist es halt schwieriger, Leute anzuzünden, als sie bluten zu lassen, und Flechette ist halt auf Distanz einfach deutlich besser als Dragon Breath zum Beispiel. 7 Kills sind 14 Punkte, 2 Token von einem Single Boss sind ebenfalls 14 Punkte, also sind wir nun bei 28 Punkten in der vierten Runde und somit bei einem Endstand von 134 Punkten. Hat das aber nun für den ersten Platz ausgereicht? Nö. Wir sind Dritter geworden. Team Rückhandschein, das sind wir. Und lustigerweise hat das Team Hunt for Fun auch 134 Punkte, allerdings 6 Kills weniger, weshalb es auf Platz 4 gelandet ist. Wenn wir uns die Kills der oberen Teams anschauen, sehen wir auch, dass das erste Team, die Lauten Raben, ebenfalls 33 Kills haben. Allerdings hatten die halt mehr Glück, was die Bosse angeht. Wir hätten halt echt nur einmal noch Roger bekommen müssen und wir hätten uns dann mit denen den ersten Platz geteilt. Aber gut. Zum Turnier gehört eben halt auch Glück und in Bezug auf Roddy hatten wir das leider nicht so sehr. Dennoch, GGs an alle Teams, es waren glaube ich 40 Teams, die mitgemacht haben, und nochmal danke an 1049 und seine Leute fürs Veranstalten. Seine Links sind natürlich wieder in der Videobeschreibung, checkt ihn gerne aus und macht auch mal selbst gerne beim Turnier mit. Im ersten Video erkläre ich kurz, wie ihr das machen könnt, und bei 1049 selbst erfahrt ihr das natürlich auch. Ansonsten, wie gesagt, heute Abend 20 Uhr live auf Twitch, kommt gerne rum, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tudelu.